Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Schmeißen, das ist Gran Turismo 7 im Let's Play. Ja, und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Letzte Folge haben wir übrigens noch einen Silvia S15 gewonnen. Moment, das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich hier Scheiße labere, ne? Da ist die Aufnahme dann irgendwie in den im letzten Satz, den ich noch gesprochen hatte, abgebrochen, weil halt einfach die Stunde voll war. Ja, genau, hier unten haben wir einen S15 Silvia Spec R Aero gewonnen. Ja, ich würde aber sagen, wir fahren hier trotzdem mit dem 350Z weiter und rüsten jetzt nochmal die Bremsen ein bisschen auf. War schon so viel Kohle reingesteckt, dann können wir uns das hier auch noch gönnen. Also bisher muss ich sagen, finde ich diese Kombination aus den Sport-Bremsscheiben und den Renn-Bremsbelägen echt ganz gut. 2000 Credits und das Auto bremst wirklich wesentlich, wesentlich besser. So, und ich glaube, ein Rennen steht uns hier noch bevor, damit wir diese japanische Sportwagen-Sammlung komplettieren können. Oder Nissan-Sportwagen-Sammlung ist es, sorry. Und da können wir einen R32 gewinnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ab geht es. Ja, ja, ja. Das ist natürlich... Das ist geil. Da freue ich mich drauf, den mal zu fahren. So, und was ist das hier? Ein Regenrennen, ja? Regnet es schon? Ist die Fahrbahn feucht? Oh ja, bremst super, super gut. Okay, viel zu früh hochgeschaltet. Und der zieht schon echt, echt gut durch, der 350Z. Oder Z33, wie er ja scheinbar in Japan genannt wurde. Ja, und jetzt sind Pi mal Daumen 24 Stunden vergangen, seitdem ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Also mal gucken, ob ich hier besser drin bin als im letzten Video, wo ich eine Woche nicht gespielt hatte fast. Ich muss wieder mal sagen, auch wenn es ja schon fast ermüdend ist für den einen oder anderen, grafisch flasht mich das jedes Mal aufs Neue. Oh, okay, da bin ich wesentlich zu schnell gewesen. Auch in so einer, bedeckten Wettersituation hier zu fahren, wenn es so bewölkt ist, ne, ist alles so ein bisschen dunkler. Es sieht draußen gerade aktuell nicht viel anders aus. sehr stimmungsvoll. Sehr, sehr stimmungsvoll. Die Atmosphäre, die das Spiel hier immer wieder zaubert, ist wirklich beeindruckend. Dadurch kommt mir wirklich jedes Rennen einzigartig vor, aktuell noch. Es ist halt nicht so monoton, ne? So, mal gucken, ob wir hier jetzt innen vorbeikommen. Ja, kommen wir. Okay, das war nicht so der edelste Überholvorgang. Thank you.
Oh shit. Okay. Wow. Ja, gerade so dieser letzte Abschnitt. Da muss man echt so einen Rhythmus finden, den habe ich absolut noch nicht drauf. Aber eine coole Strecke, wirklich eine coole Strecke, muss ich sagen. Wow, da hätte ich noch ein gutes Stück später bremsen können. Aber ganz im Ernst, sehr leistungsfähiges Auto. Sehr, sehr leistungsfähig. Hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, da hat es auch schon einiges gebracht, dass ich da die Gewichtsreduzierung durchgeführt habe. Er wiegt halt sonst, ich glaube, fast 1,7 Tonnen. Ist schon eine Menge. Auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wieder gerade Bullshit erzähle, aber ich bin der Meinung. Oh fuck, was? Habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, die Kurve? Echt, da gab es vorher eine Kurve, wo man im ersten durch musste, scheinbar. Ne? Das ist hier der langsame Teil dieser Strecke. Aber ich bin der Meinung, der wog irgendwie 1,6, weiß ich nicht, 9. Also 1690 Kilo, irgendwie so in dem Dreh, 1650 von mir aus. Und jetzt müsste er aktuell so 1,4 wiegen. Oh, scheiße, diese Kurve, ne? Ah! Okay. Aber die KI ist gnädig. Da habe ich echt wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, also geiles Auto. Geiles, geiles Auto. Ich muss auch sagen, Saugmotor ist mir eigentlich am liebsten. Weil der halt, also zumindest wenn es ein heckangetriebenes Auto ist, weil du halt einfach eine vorhersehbarere Leistungsentfaltung hast irgendwie. Okay, wir haben Sammlerstufe 10 erreicht. Und einen verdammten R32 gewonnen. Mal gucken, ob wir den vielleicht in den nächsten Rennen jetzt irgendwo benutzen können. 240.000 Credits, ja, okay. Ja, das ist schon eine Sammlung, ne? Ich würde sagen, so der 350Z ist bislang wahrscheinlich eher noch nicht so der Klassiker. Also so ein S15, der ist glaube ich schon inzwischen legendärer als ein 350Z. Ein R32 halt sowieso, aber der 350Z ist glaube ich echt noch nicht so angekommen. Oh, Mount Panorama, das ist eine echt geile Strecke. Das ist schon Menübuch Nummer 18. So, soll ich das wieder hier vorlesen? Der Nissan Z und der GTR. Es sieht so geil aus, wirklich. Das sieht so verschissen geil aus. Vielleicht haben Sie schon von diesen Autos gehört. Ey, mit diesen Reflexionen, ne? Mit dem Lichteinfall. Das sieht echt so genial aus.
Das sind legendäre Modelle, die bei Autofans auf der ganzen Welt beliebt sind. Und jetzt wirklich mal Hand aufs Herz, wenn man das hier mal wieder sieht. Das sieht aus, als wäre es vorgerendert. Das ist so live in der Ingame-Engine direkt gerendert. Es rendert die PlayStation jetzt gerade so. Es ist geisteskrank, es ist wirklich geisteskrank. Dieser Z33 ist der Nissan Z der fünften Generation und er überragt in Sachen Stil und Leistung. Der, ja, es geht eigentlich, ne? Ich bin der Meinung, der Vorgänger, dann dementsprechend der Z, hieß der dann Z32, ja? Der hatte einen Biturbo-Motor und alles, ja? Der war auf 280 PS zwar gedrosselt, aber, naja. So, der R32 Skyline GTR ist eines der großartigen japanischen Autos der 1990er und da stimme ich voll zu. Alter, hier auch, wie die flexen sind natürlich auch ein bisschen, ne, mit der Grafik die ganze Zeit. Wie krass diese Felgen gerade ausgesehen haben, bitte, ja. Wie detailliert das einfach, wie hier. Krank. So, er ist wirklich eine Legende und war in den japanischen Top-Tourenwagenrennen nicht zu schlagen. Und das sieht auch so geil aus mit der Farbe. Oh Gott. Der Silvia ist ebenfalls ein Modell, das über viele Jahre von unzähligen Fans geliebt wurde. Dank der Kombination aus starkem Turbomotor und Heckantrieb wird er gerne beim Driften eingesetzt. Man erkennt schnell, warum die Sportwagen von Nissan seit jeher ein Eckpfeiler der japanischen Autokultur sind. Ja, shit. Shit. Grafisch absolut überragend, dieses Spiel. Komme ich nicht drauf klar, muss ich immer wieder sagen. Naja, cool, das ist natürlich auch eine interessante Sammlung, die wir da jetzt aufbauen müssen. Japanische Rallye-Basisfahrzeuge. Ja. Haben alle Allradantrieb, genau. Sehr gut. Ich bin auf den Yaris ein bisschen gespannt. Den bin ich bisher noch nie in irgendeinem Spiel gefahren. Versuchen Sie sich an einigen neuen... Aha, versuchen Sie sich an einige neuen Missionen. Okay. Was geht hier eigentlich beim Gebrauchtwagenhändler? Was geht hier eigentlich? Trend. Civic Type R Touring Car. Für 116.000, hä? Boah, Alter, 845 Kilo. 200 PS. Nice. Aha. Der ist schon fucking nice, ne? Fahrzeugtyp professionell getuned. Aber also mir stellt sich jetzt gerade die Frage, könnte man aus einem normalen Civic Type R das Teil bauen? Nee, ne? Das ist schon ein separates Auto. Oh Mann, das ist auch sau nice. Das ist auch sau nice. 5500 Kilometer hat der runter. Der ist quasi wie neu. Ja, und hier. Hier haben wir ihn. 300 ZX. Oh, fuck, ey, wirklich. Oh, meine Fresse. Wirklich. Es gibt so viele, so krasse Autos hier. Ist natürlich auch ein Brett, ne? 911 GT3. Krank. Hier ein NSX. SLS AMG.
Shit. Ja, da haben wir noch einiges vor uns, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Das Problem ist halt, wir brauchen aktuell halt die Kohle, um halt auch Autos zu tunen, ne? Wenn wir hier weiterkommen wollen und halt auch teilweise, um überhaupt erst Autos zu kaufen, ne? Womit muss man denn hier fahren? Aha. Jawohl, jawohl. Okay. Ja, alles klar. Machen wir den Skyline fit dafür. Machen wir definitiv den Skyliner für fit. So, wo haben wir ihn denn? Hier ganz unten? Oder? Ah ja, okay. Super. Ob die echt beigegangen sind und von diesen ganzen Autos das Motorgeräusch aufgenommen haben. So, 1500 Kilo. Hätte ich jetzt irgendwie mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Aber ich glaube, das nimmt er sehr, sehr dankbar an. Und auch ruhig noch weiche Sportreifen drauf, ja. So, und sind wir bei 547. Wir müssen hier irgendwie auf 600 kommen. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch wieder hier diese Kombination aus. Achso, 2000 kosten die? Dann habe ich eben wieder Scheiße erzählt, als ich das in den. Ne, kosten bei dem nur mehr. Okay. Wieder die Kombination aus den Sport, Bremsscheiben und den Rennbremsbelägen. Das funktioniert, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Oh ja, und der Hund hier neben mir auf dem Sofa atmet richtig tief durch. Das bringt schon ziemlich was. Bei irgendeinem Spiel war das mal so, wenn man einen Teil ausgetauscht hat bei den bei diesen Autos, die diese 280 PS-Limitierung hatten, dann hat man den quasi aufgemacht. Aber das funktioniert hier leider nicht mehr. Also Hand aufs Herz, wenn ihr so einen R32 jetzt euch kaufen würdet und der ist Serie und ihr macht da eine Softwareoptimierung, dann hat der nicht nur irgendwie 20 PS mehr oder so. Da hat der, ne, Motorkraftbegrenzer können wir wahrscheinlich nur runterregeln, das wollen wir natürlich nicht. Alter, und die Musik hier, ne? Scheiße. Rennluftfilter, der bringt eigentlich schon was, ne? Okay, das ist irgendwie nicht so. Muss schon noch ganz schön was passieren, damit er seine 600 Leistungspunkte bekommt. Was bringt denn so ein Ladenluftkühler? Ja, besser als nichts. Für 3400 nehmen wir das nochmal. Hier noch eine Sportaufhängung. Stimmt auch ganz nice. Ja, für 75 Kilo. Ja. Ja, alles gut. Tja, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Da muss man schon richtig viel Kohle reinbuttern. Ja, hier nehmen wir noch die Semi-Rennkupplung und Schwungscheibe.
Es wird auf jeden Fall ein echtes Biest werden, das Teil, ne? Ladeluftkühler hatte ich jetzt eingebaut, ja. Das erhöht nicht die. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne mal ein Rennen ohne das Anti-Lags-System fahren und eins mit. Was bauen wir dann danach ein? Hier Semi-Rennauspufftopf. Das bringt's doch aber nicht. Jetzt haben wir 2000 mehr und haben einen Rennauspuff. Ja, was soll der Geiz? Komm, rein damit. Dann können wir auch noch den Krümmer. Krümmer da reinballern und Torque Vectoring Zentraldifferential, what the fuck. Mhm. Voll anpassbarer Computer, rein damit, komm. Und das wird ein richtiges Biest. Komm, scheiß drauf. Mir 50.000 Credits jetzt reingeballert in die Karre. Ja, wow. Nockenwelle mit großem Hub noch. So, jetzt wird er wohl sowas von abgehen. Aber die Felgen gefallen mir eigentlich, muss ich sagen. Gucken, was man hier noch so optisch. Ja, Carbon. Frontschweller für 7000, ne? Mm. Jetzt ist eh alles scheißegal. Ja, hier, das sind echt Carbon-Anbauteile. Krank. Hohoho. Mit einem Riesendiffusor. Ist eigentlich nur. Einfach nur oben so eine Lippe noch dran geklebt, ne? Könnten auch ablassen mal. Lassen mal ab. Interessiert mich mal, ob sich das vielleicht irgendwie bemerkbar macht. Ja, die Teile müssen sein. Abschlepphaken. Nehmen wir mal das Ding hier. Vollen Überrollkäfig rein. Mhm. Schön vor den Lufteinlass setzen, das Nummernschild, ja. Oh yeah, okay. Ja, das ist schon ganz nice. Und ich finde, der braucht auch wieder diese gelben Leuchtmittel. So, Rennobjekte. Ne, das war hier im Lackierungseditor, ne? Ich falle auch immer wieder drauf rein. Ich, das würde komplett ausarten, wenn wir hier die Aufkleber. Und ich muss sagen, ich finde das echt nice. Jedes Mal aufs Neue. Okay, gibt es nicht. Gibt es nicht. Und in der Farbe, wir können ja nochmal gucken. Ja, das ist natürlich cool, weil man dann diese Carbon-Teile gut sieht, ne?
Na cool, und der eine Hund hier rechts von mir fängt jetzt an zu schnarchen. Weiß nicht, inwiefern man das hören kann. Hier ein Babyblau. Ist schon irgendwie ganz geil, die Farbe. Oder in Rot. Ich finde einen roten Skyline, den sieht man irgendwie sehr selten. Ne, nehmen mal einen roten Skyline. Metallic. So, was ist das hier jetzt wieder? Ah ja, die Motorhaube. Ja, bisschen Kontrast. Why not? Dann können wir auch noch die Außenspiegel schwarz machen. Mal so ein bisschen Kontrast zu haben, die Überrollkäfig noch in Silber. Okay, das ist jetzt nur die Frontlippe, ja. Ach so. Okay. Passt ganz gut, oder? Och, also finde ich schon. Finde ich schon ganz nett. Wird jetzt tausendprozentig wieder den einen oder anderen extrem triggern, was ich hier mache. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber Verschmäcker sind halt nun mal verschiedene. Ja, weiß ich nicht. Finde ich geil. Feier ich schon. Ach so, ja, wir müssen wieder. Eins. Keine Ahnung, was soll ich denn da reinschreiben? Roter Skyline mit schwarzen Akzenten und Rennaufklebern und oder Rennnummer und goldenen Felgen. Oder weiß ich nicht, semi-goldenen Felgen, keine Ahnung. Ja, nice. Nice. Tja, und dann bin ich mal gespannt, wie der sich so fahren lässt, würde ich sagen. Und vor allem, wo wir fahren müssen. Ja, Trial Mountain, alles klar, bin ich dabei. Sehr, sehr gerne. Ja, und wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Aber ich würde sagen, vielleicht, weiß ich nicht, reizt sich das doch mal wieder aus. Fahren wir hier drei Runden mit dem Skyline. Also drei Rennen. Boah. Das ist ein Bomber, ne? Das ist ein Bomber. Ups. Sehr, sehr weit übersetzte Gänge. Das ist das erste Allradauto, was ich hier jetzt. Obwohl, ne, den GTO sind wir schon gefahren. Also ich hier habe zugeguckt. Da muss auf jeden Fall die Traktionskontrolle aus jetzt, glaube ich. Da wird er aber ein bisschen biestig, ne? Geil. Hier im dritten bis 190 und dann prügelst du den vierten rein.
krank. Krank, krank, krank. Vierte bis 2,50. Und dann kannst du froh sein, dass du gute Bremsen in dem Teil hast. Oh wow, okay. Ja, ja, ja. Auch der kann bei einem Lastwechsel ausbrechen. Nicht gut. Und der Motorsound ist wirklich gut. Das kommt jetzt, finde ich, noch nicht ganz an Forza Horizon 5 ran. Ich finde, das ist so aktuell, zumindest bei so Simcade-Spielen, die Referenz. Informiert mich wie immer gerne in den Kommentaren, wenn ihr das anders seht. Oh, fuck. Scheiße. Alter Schwede, und im zweiten bis 140 fast. Aber für Gran Turismo-Verhältnisse, dafür, dass wir hier halt ein verschissenes Gran Turismo haben mit all seinen liebenswerten Eigenheiten, finde ich, ist der Motorsound schon okay. Also ich fahre hier alle Scheiße zusammen. Scheiße. Das ist so geil. Also, ja, das ist schade, dass Polyphony halt so sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen hat. Zuerst dieses absolut desaströse Update, was die veröffentlicht hatten mit den Rennbelohnungen. Ich meine, es ist jetzt, wenn ich hier die Preise von manchen Autos sehe, halt immer noch echt heftig. Und dann halt dieser Online-Zwang für den Singleplayer, das ist halt auch was, was viele Leute zu Recht nicht verstehen können, mich eingeschlossen. Hätten die das nicht gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, dieses Spiel wäre jetzt schon so mega legendär. So gab es halt einen riesen Shitstorm. Schlechteste Metacritic-Bewertung von einem Gran Turismo-Titel aller Zeiten. So, was haben wir gewonnen? WRX STI 2014er. Modell, ja. Oh. Ist schon echt brachial, der Skyline. Ist schon wirklich brachial. Das ist schon so ein Auto, also ein Auto in so der Kategorie, Moment, was wir jetzt machen. Wir bauen jetzt hier nochmal dieses Anti-Lag-System ein und ich möchte jetzt auch nochmal mit Heckspoiler fahren. Mich interessiert mal echt, ob das einen Unterschied macht. Dann bauen wir hier so eine riesen Frittentheke hinten drauf. Ja, vielleicht so semi-krass. Semi-krass, habe ich gesagt, ne? Ja, kommt, ey, das ist ja so gestört.
Krank, 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 krank. Kann man den noch schwarz machen? Kann man schwarz machen, ne? Ach, was? What? Ach, die werden mit eingefärbt. Okay, die werden, ja, die haben wir schon. Haben schon lackiert, alles klar. Ah, hier. Ja, den Heckflügel. Ja, muss sein. Alter, ich fall auch immer wieder drauf rein, ne? Eins. Ja. So, und jetzt bauen wir noch dieses Anti-Lag-System ein. Und dann schauen wir mal. Ich kann mir vorstellen, das macht schon noch einen großen Unterschied. Bei dem Spoiler bin ich mir da eher nicht so sicher. Ich meine, es wird nicht mal irgendwie das Spoilergewicht oder so berücksichtigt. Das finde ich persönlich halt schon irgendwie eher schade. Nimmt halt so für mich ein bisschen Immersion immer raus, ne? Es ist halt so gamey, so, weiß nicht, wie willst du das sagen? So, du merkst halt, du spielst Spiel, ne? Das sind so Faktoren, die nicht berücksichtigt werden. Es ist halt. Ah. Auch wenn die Strecke echt tricky sein kann. Boah, und ich bin immer wieder geflasht, wie kurz die Ladezeiten sind. Das ist wirklich krank. So, schauen wir mal. Ja, der hängt jetzt ein bisschen. Bisschen besser am Gas. Ich würde behaupten, das hat schon einen spürbaren Unterschied gemacht. Okay, und jetzt fahren wir gerade wieder mit Traktionskontrolle. Ich schalte es mal wieder aus. Ja, macht sich das bemerkbar, dass wir jetzt einen Hex-Spoiler drauf haben? Vielleicht. Edition Lancer. Fucking Klassiker. Ja, geil, wirklich geil. 2,50 im vierten fast. Ja, und endlich mal eine Strecke, die ich wenigstens ein bisschen kenne. Merke ich dann auch direkt. Also hier habe ich schon die eine oder andere Runde abgespult drauf. Mag ich auch. Mag ich auch wirklich gerne. Ja, geil.
was soll ich sagen? Ja, langsam kommen wir dahin, dass man, dass ich hier das den Allradantrieb so ein bisschen einsetzen kann. Einzusetzen weiß wahrscheinlich besser gesagt. Das ist schon ein echt geiles Auto. Muss ich sagen. Na gut, der ist jetzt auch echt schon gut durchgetunt. Was wird er jetzt haben? So 350 PS. Ja, da bin ich in der ersten Runde echt besser gefahren. Insbesondere der Abschnitt da eben, das ist ja eine echte Katastrophe gewesen. Ja, das war schon cool. Aber wenn ich da jetzt mit so einem Auto unterwegs bin, muss ich mir schon wieder denken, wer weiß, wie geil das gewesen wäre, wenn du das jetzt mit Lenkrad gefahren wärst. Ne? Das ist halt so die Überlegung die ganze Zeit. So, und dann würde ich sagen, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? 43 Minuten. Hier das eine Rennen fahren wir jetzt noch. Was ich gerade noch mal ausprobieren möchte, ist mit einer geringeren Controller-Empfindlichkeit zu fahren. Ich tue mich wirklich schwer da drin, so mit dem Einlenken. Ich habe immer das Gefühl, ich lenke viel zu früh und viel zu hart ein. Eieieiei. Einmal kurz nur aufs Gras gekommen. Aber eine interessante Strecke. Ich
wüsste jetzt nicht, dass ich die schon mal irgendwie. Obwohl, vielleicht aus Gran Turismo Sport, das könnte sein, doch. Dass ich die schon mal gefahren bin. Ja, das ist gut für den Motor. Scheiße. Okay. Bisschen da mal rumgerutscht in die Kurve. Ich wollte das D-Wort da jetzt bewusst nicht nehmen, ja, weil das wird dem ganzen Begriff, glaube ich, noch nicht so gerecht, was ich hier mache. Wow, wow, wow. Das ist eine verdammt geile Strecke. Irgendwie gefällt die mir auf Anhieb. Da habe ich dann, weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, ich kann nicht so, also ich muss die ganze Zeit wieder in die Mittelstellung gehen, ja fuck, ich muss die ganze Zeit wieder das Lenkrad gerade stellen sozusagen und dann wieder nach links einlenken, gerade stellen, nach links einlenken, damit ich um diese Kurve da rumkomme. Das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden mit der geringeren Empfindlichkeit, aber weiß ich nicht. Naja, aber ging doch einigermaßen. Ja, auf jeden Fall mega geil. Auch wenn ich immer wieder meckere, dass ich mit dem Controller irgendwie doch nicht so richtig klarkomme hier, aber es macht schon Spaß. Oh jo, ein 1-Sterne Roulette-Ticket. Und der Gesoo Racing Jahres. Und würde ich sagen, ne? Knappe Stunde hier schon wieder vorbei. Ja, 48 Minuten. Stempeln wir noch als eine Dreiviertelstunde ab. Ne? Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon wieder aufs nächste Mal. Ich merke das immer wieder. Das Spiel flasht mich wirklich jedes Mal aufs Neue. Ja. Wenn ihr Lust habt, seid gerne auch beim nächsten Mal dabei und ja, wenn. Nö. Mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Könnte ich noch irgendwas Sinnvolles hinzufügen? Boah, ich bin heute echt so, keine Ahnung, bisschen, ja. Wortkarg irgendwie, merke ich. Nö, das war's. Da kommt nichts mehr. Mir fällt echt nichts mehr ein. Also keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ja, danke fürs Zuschauen zum 300. Mal. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. So, Punkt. Das muss reichen. Mehr kommt hier nicht mehr bei rum. Macht's gut. Bis dann. Ciao.